Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und ich darf euch herzlich begrüßen zum 8. Vlog aus Los Angeles und auch zeitgleich, traurig, zum letzten Vlog aus dieser Reise. Es ist vorbei. Es ist der Abreisetag. Ihr könnt sehen, die Koffer sind gepackt. Das Zimmer bzw. das Bett hat mich die letzten Nächte sehr, sehr gut gecarried. Unser Flug geht, glaube ich, um 17 Uhr. Um 15 Uhr müssen wir das Auto abgeben und wir haben gerade 11.05 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch circa 4 Stunden mit dem Auto Zeit, die wir auch ausnutzen werden. Wir wollen auf jeden Fall noch zum Venice Beach, zu Popeyes, zu Gap und ich muss was für meine Tante mitbringen. Dafür muss ich irgendwie zu Bath & Body Works, weil die braucht irgendein Shampoo oder so. Marco packt noch seine Tasche und dann geht's für uns. Also heute wird auf jeden Fall ein bisschen entspannter, wird auch, denke ich, kein so langer Vlog. Aber ich dachte mir, komm, den Tag filme ich auch noch. Und deswegen viel Spaß, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem letzten Vlog aus Los Angeles. Let's go. Das letzte Mal diesen Weg gehen, das letzte Mal das Wetter genießen, das letzte Mal Palmen sehen. Hey Mann, ihr glaubt gar nicht, wie wenig Bock ich auf Deutschland hab, ne? Vor allem, wenn ich weiß, dass ich zu Hause ankomme und von Schnee, einfach Schnee empfangen werde. We arrived at the first destination, und zwar nämlich den Venice Beach. Ihr könnt es erkennen, wo du am Strand gehst, hier ein bisschen entlang. Unfassbar schöne Kulisse. Wir sind aber noch gar nicht an diesen klassischen Touri-Spots. Ihr wisst, was ich meine. Der Skatepark, das Gym. Da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Da muss ich einfach nur ganz weit lang gehen, zu einem sehr, sehr schönen. Da gehen wir jetzt hin. Einfach nur hier geradeaus, straight. Die ganze Zeit am Beach entlang. Palmen, Strand, Sand. Häuser, was über Meer, ist unfassbar schön. Als ich das letzte Mal hier war, also letztes Jahr, hatten wir unfassbar schlechtes Wetter. Da war wirklich komplett bewölkt, es war dunkel. Echt? Und, ja, das war richtig scheiße. Kurs geht auf jeden Fall raus hier ans Wetter. Mega geil. Hier einfach die Definition von schnellen Brillen. Was gibt's hier auf, Alter? Junge, what the fuck? Die muss ich mir geben. Ja, würde ich kaufen, sieht Hammer aus. Wie sehe ich aus? Kann man so rumlaufen? Nice. Bruder, wir haben einfach die Flow-Zone-Brillen an. Gib dir das mal. Ist die besser? What? Okay, let's go. Einfach abziehen. Ey, wir sind keine 10 Minuten hier. Und der Typ muss schon wieder fressen. Das ist ja unfassbar. Was hat er sich geholt? Also. Was hast du geholt? Der Smashburger sieht mies. Wack aus bis jetzt. Sehr, sehr wack. Wir haben hier überall so Shops. Hier sind ein paar Tennisplätze. Es ist einfach der Vibe. Hier haben wir auch noch ein paar Basketballplätze. Die Jungs sind am Spielen. Mit Blick aufs Meer, mit Sonne, mit Palmen. Ich könnte es mir jetzt eigentlich nicht besser vorstellen. Da hinten, wo die Leute stehen, da ist das Skatepark. Da geht das nächste hin. Los geht's. Und aufgrund dessen, dass das letzte Mal, wo wir hier waren, so unfassbar beschissenes Wetter war, war halt auch einfach keiner am Skaten. Wir waren mit dem Skatepark und der war halt einfach leer. Da war so niemand. Aber ich sehe jetzt schon, da sind ganz, ganz viele Menschen, die zuschauen. Wissen alle, ich könnte da jetzt auch performen. Ich hatte ja auch mal eine Skate-Karriere hinter mir. So und... Hey. Wir haben es geschafft. Hier ist der Skatepark. Könnte ich besser. Kleine einfach mit Jordans, Junge. So cute. Warum läuft jetzt hier ein Hund rum? Einfach mit seinem Hund. Der hat eine Mission. Der hat eine Mission. Und hier haben wir das legendäre Gym. In Real Life ein bisschen unspektakulärer, als man es denkt. Der Bräs am Trainieren wird dabei schön crispy. Hier sehe ich mich jetzt persönlich nicht so. Ihr wisst, Gym-Karriere an Nagel gehangen, aber ist ganz schön. Als nächstes, ihr wisst, Bath & Body Works für meine Tante. Ich bin nämlich ein guter... Was bin ich für meine Tante? Enkel? Nicht Enkel. Was bin ich für meine Tante? Nicht der Neffe? Nee. Ihr wisst, was ich meine. Hier geht's jetzt rein. Ich muss Seife kaufen. Ich hoffe, die passt überhaupt noch in meinen Koffer rein, aber wir werden es sehen. Wir sind erfolgreich. Das hier ist nämlich die Seife. Das ist so eine komische Schaumseife. Die gibt's in Deutschland nicht. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Meine Tante braucht die. Dann holen wir jetzt 3 Stück. Einmal Vanilla Cloud, Sunshine Lemon und Japanese Cherry Blossom. Falls jetzt hier irgendwen interessiert. Ein Seifen-LPU. Was kaufen wir jetzt noch? Und dann geht's als nächstes zu... Gap, oder? Yes, sir. Ja, dann geht's zu Gap. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich muss die ganzen Flaschen irgendwie in meinen Koffer bekommen. Ihr könnt sehen, es hat irgendwie geklappt. Ich habe jetzt hier alle in eine Tüte nochmal reingestopft. Ich hatte anscheinend doch noch mehr Platz, als ich gedacht habe. Ist also auch erledigt. Und jetzt, ja, die Tüte, die kann eigentlich weg. Muss der Lachs wieder zugemacht werden. Ah, und dann geht's endlich weiter. Da sind wir. Gap. Marco, würde ich da irgendwas... Was willst du nochmal kaufen? Eine Mütze? Ja. Ey, würde ich eine Mütze kaufen? Ich brauche hier nichts. Mal schauen, ob wir die finden. Big L. Keine Beanies. L. Das war's von Gap. Geil. Nächster Stop ist Popeyes. Warum gehen wir zu Popeyes? Weil ich sehr hype bin auf Popeyes. Popeyes ist sehr nice. Ich war noch nie da. Wir werden es herausfinden. Marco verspricht mir da einiges. So, so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Wir müssen unser Auto in, ich glaube, irgendwie 40 Minuten abgeben.
Und wir müssen auch dahin fahren und das ist, glaube ich, auch nochmal gefühlt eine halbe Stunde entfernt. Deswegen müssen wir uns sputen. Popeyes, now open, Louisiana Kitchen. Marco, enttäusch mich nicht. Was empfiehlst du mir, my dog? Ich würde sagen, das Nashville Hot Chicken Sandwich. Also ich habe jetzt ein Chicken Sandwich genommen, beziehungsweise ist eher so ein Chicken... Also ich habe mich jetzt für ein Chicken Sandwich entschieden, beziehungsweise das ist eigentlich eher so ein Burger. Und einmal für 8 Nuggets als Menü. Marco meinte, die Nuggets sollten auch sehr, sehr gut sein. Dazu habe ich einmal eine Lemonade. Sehr, sehr nice. Was hast du genommen? Hast du auch selber genommen wie ich? Nee, ich habe die Mac and Cheese noch genommen, anstatt die Pommes. Ah, stimmt, ich habe auch Pommes, stimmt. Boah, Mac and Cheese könnte auch cool kommen. Die haben irgendwie gedacht, ich würde zum Mitnehmen bestellen, aber hier haben wir einmal das Sandwich. Hier hätten wir die Nuggets. Hier haben wir... Boah, die sehen sehr, sehr gut aus. Hä? Was ist das denn jetzt? Wir fangen an mit dem Nugget. Hier schön in Ranch-Soße. Gottlos, ne? Boah, Alter. Popeyes ist so stark. Popeyes ist so stark. Ich kann nie wieder Chicken mehr Nuggets essen. Verstehst du, warum ich unbedingt Alter. Wollte? Na, geil, das kam. Hier haben wir den... Boah, der sieht auch sehr nasty aus. Das hier wäre das Chicken Sandwich. Komm, ich beiß einmal rein. Junge. Stört, ne? Aber halt auch wieder 5000 Kalorien, ne? Ja. Hier noch so Gürkchen drin, das ist schon sehr, sehr krass. Wir essen das Ganze jetzt hier schnell auf und dann müssen wir uns auch echt sputen und müssen zur Autovermietung. Wir haben es geschafft, wir müssen uns vom guten Gefährt verabschieden. Hab einen guten Job erledigt, war ein super Auto. Nur jetzt ist es Zeit, sich zu trennen. Doch mega hier gerade so mit Winterjacke und so. Wir nehmen jetzt das Shuttle zum Flughafen und dann geht's nach Hause. That's all I have to say. Ey, ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert ist. Mein Koffer hatte ein bisschen Übergewicht und dann meinte die zu mir, ja, du musst irgendwas rausnehmen. Ich habe den Koffer aufgemacht, habe was rausgenommen, habe den aber dann erstmal nur grob zugemacht, um mal zu gucken, ob der jetzt das richtige Gewicht hat. Er hatte aber das richtige Gewicht und dann hat die den einfach random abgeschickt und ich habe vergessen, den richtig zuzumachen. Also ich habe Real Talk, glaube ich, so einen Spalt beim Reißverschluss offen, habe den auch nicht abgeschlossen, gar nichts. Und jetzt heißt es einfach nur beten, dass der nicht offen zu Hause, also dass der überhaupt zu Hause ankommt. Ich habe den Dude auch gerade gefragt, ob die Koffer nochmal zumachen, wenn die das halt unten merken. Er meinte, wenn die das unten checken, dass der offen ist, machen die den normalerweise zu. Also entweder ich habe einen Korrekten, der den zumacht, oder ich habe irgendeinen Keck, der mir halt da irgendwas rausnimmt. Drück mir die Daumen, wir gehen jetzt zum Gate. Ein letztes Mal, dass ich Los Angeles draußen sehe. Denn jetzt geht's zum Security-Check. Dann, Digga, ich muss übrigens hier mit einer Winterjacke rumlaufen, das ist so nervig. Und am Gate. Wir sind am Gate, wir haben es geschafft. Da hinten sind die Breschen am Warten, ihr kennt das Ganze. Und jetzt heißt es für uns 12 Stunden fliegen. Diesmal aber mit Condor, nicht mit Vamos Air. Ich hoffe, der Flug wird besser als der Hinflug. Eigentlich kann er nur besser werden. Trotzdem habe ich gar keinen Bock jetzt wieder 12 Stunden. Ich will nicht nach Hause, Mann. Es ist so. Okay, wir sind dran. So, jetzt geht's ins Flugzeug. Let's go. Digga, ich habe mich nicht mal hingesetzt. Gib euch das mal. Das hier ist mein Sitz. Bruder. Also Jans Sitz. Das ist auf jeden Fall eine mies alte Maschine. Ey, wir haben nur Pech, was Fliegen betrifft. Ansonsten ist alles gut. Aber diesmal gibt es wenigstens einen richtigen Stecker. Das heißt, ich kann hier schön mein Handy mit Fast Charging laden. Wir fliegen jetzt los. Die letzten paar Sekunden auf amerikanischem Boden. Ich wünsche uns einen guten Flug. 3000 Jahre später. Wir sind wieder back in Germany. Ein unfassbar beschissener Flug. Ich habe so... eine Stunde gepennt maximal. Du? Wenn es hochkommt, 2. Also ganz, ganz schlimm. Wir haben jetzt in Deutschland erstmal scheiß Wetter. Und zweitens haben wir irgendwie 14 Uhr oder so. Und das heißt, ich muss auch irgendwie den ganzen Tag durchhalten. Wenn ich zu Hause irgendwann um 17 Uhr einpenne, dann schaut dieser Jetlag aber anders rein. Ich sehe aber irgendwie aus, als hätte ich den unfassbaren Maximumschlaf gehabt. Aber tatsächlich war das wirklich einfach nur schlimm. Wenigstens eine gute Nachricht. Der Koffer ist da, er hat es irgendwie überlebt und er ist auch rechtens geschlossen. Geh mal davon aus, dass die Mitarbeiter den irgendwie noch geschlossen haben, weil ich habe den Real Talk nicht gekriegt. Also ich habe den, glaube ich, so, ich würde sagen so, das hier war so offen. So. Uns geht es jetzt noch back nach Köln, von Köln nach Hause. Also wir haben noch eine kleine Reise vor uns. Trotz dessen werde ich das Video jetzt hier beenden und das wäre es dann auch vom allerletzten Vlog aus Los Angeles gewesen. Easy, das ist mein Koffer, Broski. Oh ja, toll, denn Markus' Koffer ist auch da. Das heißt, das... haben wir schon mal abgeschlossen. Meiner Sicht ist erst Rolling Loud Tag 3 bis jetzt online. Also so viel ist noch gar nicht online. Trotz dessen hoffe ich, dass euch alle Videos gefallen haben. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Ihr wisst, dieses ganze Vloggen
ist einfach so mein Favorite Content. Ich hoffe, dass ich zeitnah wieder sowas machen kann. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Es war aber auch sehr, sehr anstrengend. Müsst ihr euch geben, ich habe den ganzen Urlaub gefühlt mehr gefilmt und gecuttet als sonst irgendwas anderes gemacht. Naja, das wär's dazu. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Schreibt auch gerne Feedback zu der ganzen Los Angeles rein in die Kommentare. Wie haben euch die Daily Vlogs gefallen? Lasst mich wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Von uns geht's jetzt noch nach Hause. Meine Augen brennen. Also mir geht's echt nicht gut. Haut rein und ciao.